Hallo und herzlich willkommen zu meiner Ankündigung, die Chivalry Medieval Warfare betrifft. Das Projekt werde ich demnächst beenden. Bevor euch aber aufregt und fragt, was, wieso, das kannst du doch nicht machen, bitte nicht. Beruhigt euch, beruhigt euch. Denn es wird, bevor es beendet wird, alle Parts, die ich hochgeladen, also die ich bisher aufgenommen habe, werde ich täglich senden. Genau, jeden Tag eine Folge Chivalry Medieval Warfare. Bis Club Part 19. Freut euch also schon mal darauf. Aber ihr werdet euch natürlich fragen, wieso beendet er dieses Projekt, wo er es doch selber so gerne spielt? Tja, das ist eine Überraschung, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Also, schaut dieses Video an. Tada! Genau, Chivalry Medieval Warfare wird ersetzt durch Chivalry Deadliest Warrior. Genau, dieses Spiel ist die Erweiterung zu Chivalry Medieval Warfare, die auch benötigt wird, um dieses Spiel zu spielen. Es ist erst in der Beta-Phase, aber ich habe es schon gespielt und es ist super toll. Ich habe auch schon ein paar Parts aufgenommen. Und sobald Chivalry Medieval Warfare beendet ist, wird es durch Chivalry Deadliest Warrior ersetzt, weil es im Prinzip ja das gleiche Spiel ist, bloß Erweiterung. Und was könnt ihr erwarten? Neue Maps, neue Klassen, Samurai, Spartaner, Wikinger, Ritter, Ninjas und Piraten. Arr. Ja, genau. Das wird es geben. Das wird gespielt. Das wird, könnt ihr erwarten. Dieses Projekt. Ich bin froh über dieses Projekt. Ich spiele es gern. Und wer weiß, wie viele Parts ich bis zu dem Zeitpunkt aufgenommen habe. Bis es dann letztendlich gesendet wird. Falls ich sehr viele aufgenommen habe, werde ich jeden Tag eine Folge eine Folge jeden Tag uploaden. Genau. Bis zu einem bestimmten Punkt. So wie ich auch Zeit habe natürlich. Für 2 Wochen vielleicht dann circa 1 oder 2 Wochen als quasi Belohnung, als Besonderes, was weiß ich. weil ich dieses Projekt starte. Jedenfalls hoffe ich, ihr freut euch drauf. Und wir sehen uns dann bei diesem Projekt. Und bei meinen anderen Projekten. Bis dahin, viel Spaß und ciao.